Ja, einen schönen guten Abend, Bergwolf. Grüß dich, oder wie man auch zu dir sagt, Fasnetzjeck, Fasnetzwölfle, wie auch immer. Du hast verschiedene Namen, jeder kennt dich aber auf der ganzen Welt. Ich bin das Gerber und ich bin Mitglied beim ersten Karnevalverein Leonberg, Gesellschaft Engelberg und bin dort als aktiver Hästräger in der Maskengruppe Levenberger. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich ein Tiermaskenhäs. Und zwar ein Löwe. Der Grund, warum ich zur Fasnet gekommen bin, beziehungsweise allgemein, warum ich mich dazu entschieden habe, Hästräger zu werden, bist ganz allein du. Damals, 2017, auf dem Jubiläumsumzug von Fellbach, da war ich damals dabei. Und da habe ich die Gruppe zum ersten Mal gesehen. Guck, hinter dir, das bin ich. Und du bist dafür verantwortlich. Seit 2017 bin ich Mitglied im Verein. Und nachdem ich mein Anwärterjahr 2018 absolviert habe, bin ich seit 2019 aktiver Hästräger. Eins kann man sagen, die Fasnet dieses Jahr, die war ganz anders. Sie war sehr ruhig, aber sie war auch sehr kreativ. Ich habe noch nie so viele Umzugsvideos oder andere Arten von Darbietungen auf Facebook oder auf anderen sozialen Medien gesehen wie dieses Jahr. Und ich bin sehr überrascht, wie kreativ doch die Narren auch sein können. Den Blick auf die Zukunft gerichtet, freue ich mich schon jetzt von ganzem Herzen, dass es hoffentlich nächstes Jahr hoffentlich viel, viel besser wird und alles wieder in der gewohnten alten, wie sagt man so schön, in der gewohnten alten Umgebung und auch in dem gewohnten alten wieder zurückkommt, dass wir wieder Umzüge laufen können, dass wir wieder in die Halle können, dass wir dort wieder feiern können, eine gute Zeit haben können und einfach wieder auch das Leben genießen und feiern können. In diesem Sinne, auf nächstes Jahr, zum Wohl! Hallo, ich bin die Sonja vom Landverein Hart. Hart ist bei Heigeloch auf der Alp. Ich bin eine Orchwaldhexe oder Eichwaldhexe auf Hochdeutsch, der was nicht versteht. Sieht man unsere Eichenblättern, wo wir überall haben. Auf unserer Maske ist eine Eichel mit einem Eichenblatt. Ja, ich grüße alle dieses Jahr, die durch diese Scheißphase gehen mussten. Ich traue ganz arg der Phase hinterher und grüße meinen lieben Freundin Bergwolf. So, Lele, also, wie ihr es unschwer erkennen könnt, hier ist der Moses von den Neckartalhexen. Ich bin mit meinem kleinen Karl hier unterwegs, weil der große Karl, der hängt da oben, der ist bei mir im Fenster seit dem 6.1. steht er da und wartet ab, was mir so Triebe hin in der glückseligen Kampagne. Ja, eigentlich nicht relativ wenig und doch recht viel. Häs statt Jogginghose. Haushalt im Häsmacher und so weiter, war dann mehrfach unterwegs auf dem Markt in Ludwigsburg, in Bietigheim. War recht interessant, mit den Leuten ein bisschen zu schwätzen. Da unter anderem Larve immer dabei, Kids Häs Arcade gehört sich ganz klar dazu. Die Kinder ein paar Bonbonen verteilt. Ja, war echt eine ganz interessante Kampagne, mal ohne das ganze Bombard und rauszugangen. Aber Leute, sorry, ich muss es nicht mehr haben. Wie gesagt, die Wohnung in der Mietwohnung, wir haben ein schönes Banner aufgehängt. Ihr könnt es lesen, wenn nicht, fahrt nur vorbei. Es hängt auf jeden Fall bis zum Aschermittwoch noch. In Bietigheim, im Greninger Weg 44. Wenn ihr was sehen wollt, geht bei uns auf Facebook. Da findet ihr dann noch ein paar nette Videos, ein paar schöne Bilder. In dem Zusammenhang noch einen schönen Gruß an Hohlmaler und an Zauberhexe, die wo so manchen Scheiß mitgemacht haben. Auch an den Angie runter noch einen schönen Gruß und ich grüße euch alle und hoffe, ihr hattet trotzdem eine schöne Kampagne. In diesem Sinne ein ganz leises Nari, Naro, dreimal Neckartal, Hexe, dreimal Kies, Ranze, dreimal Eule, Huhu und der Teufel zahlt wie immer nichts. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, eine schöne Zeit noch, wir sehen uns nächstes Jahr, wir freuen uns alle drauf, bis denn. Ciao, euer Moses, Präsident von den Neckartalhexen. Ciao. Hallo zusammen.
Ich bin ein Bergheimer Fleckerkasper. Ich trage ein kunterbuntes Häs mit 6 verschiedenen Farben, ca. 200 Flecke, ca. 2000 Meter weißen Faden und mit über 150 Messingglöckchen, wo ich gerne immer wieder ein Glöckchen verliere. Eigentlich würde ich heute nochmal durch die Straßen springen und mit meinen Glocken durch die Gassen klingen. Doch leider ist dieses Jahr alles anders. Ich bin die Vanessa und seit 25 Jahren bei den Fleckenkaspern, also bereits schon mein ganzes Leben lang. Du, lieber Bergwolf, hast mir eine sehr interessante und auch eine sehr spannende Frage gestellt, und zwar, wie für mich die Faste 2021 war. Und ganz klar, traurig und schade. An der Faste trifft man oft Freunde und Bekannte, die man eben nur an der Faste trifft, miteinander Spaß hat, hier mal und dort mal ein Schwätzchen hält oder einfach auch gerne mal einen miteinander trinkt. Das ganze Feiern, einfach mal die Sau rauslassen, hat uns, glaube ich, allen dieses Jahr gefehlt. Mir persönlich, unsere legendären Busfahrten haben mir persönlich sehr gefehlt und ich wünsche mir so sehr, dass wir das alle 2022 wieder erleben dürfen. So, jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Frage. Wie ich die Fasten 2021 erlebt habe. Ich muss sagen, wow, was Social Media alles bewirken kann. Man bekommt von jeder Gruppe etwas mit. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise kreativ. Es ist schön zu sehen, wie all die Narren aus nah und fern trotzdem in ihrem Ort oder Stadtteil ein Zeichen setzen, dass die Tradition trotzdem erhalten bleibt. Ich bin bei uns im Zunftrat und habe das Amt Stübliswirtin. Durch dieses Amt habe ich in der Corona-Zeit unser komplettes Vereinsheim renoviert, alles geputzt, neue Technik und Lichter installiert, eine coole Bildercollage mit über 500 Bildern angebracht, neue Möbel gekauft, einfach mal die Dinge gemacht, wozu man eigentlich keine Zeit hat. Genau, es war ein voller Erfolg und bin wirklich gespannt, sobald mal alle Mitglieder wieder das Vereinsheim betreten dürfen, damit sie sehen, wie viel Liebe da drin steckt. Genau. Nebenher leite ich auch unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram. Auch hier wird's nie langweilig. Angefangen hat's mit der Klopapier Challenge damals. Aktuell ja jetzt gerade mit der Jerusalema Dance Challenge. Und jetzt während der Kampagne habe ich eine kleine Zeitreise in die 90er gemacht mit alten Bildern und alten Zeitungsberichten, die mir dann in die Hände geflogen sind während des Renovierens. Genau. Dann hatten wir jetzt letzte Woche ein virtuelles Schmodo-Freitag-Treffen. Dafür gab es für die Mitglieder ein Überraschungspaket. Da gab es dann von mir selbstgemachte Fastnetzküchle, salzige Käsehüß, Süßigkeiten, das ein oder andere Schnäpsle. All das habe ich verpackt und mit der Unterstützung eines Mitgliedes sind wir dann nach Bergheim gedüst und haben die Tütchen jedem Mitglied vor die Tür gestellt und dann haben wir uns abends getroffen virtuell und haben da dann auch noch ein Kasper-Kids-Quiz gehalten. Genau, kam sehr gut an bei den Mitgliedern und mich persönlich freut es auch immer, wenn ich den anderen dadurch eine Freude machen kann. Genau. Zusätzlich bin ich noch im Rat der Narren in Bergheim. Hier besprechen wir alles, was wir gemeinsam als Kasper, Wolf, Geusch, Hex und Weib in Bergheim auf die Beine stellen könnten und auch meistens umsetzen. Da ist dieses Jahr zustande gekommen, dass wir am Zentrum einen Narrenbaum gestellt haben und in Echtgröße, also in Lebensgröße, Figuren von jedem Einzelnen aufgestellt haben. Zusätzlich noch ein beleuchtetes Bergheimer Wappen. Haben auch zwei organisiert und dann haben wir noch einen Banner erstellt mit einem Zeichen, dass wir die Fasnet im Herzen tragen, was, glaube ich, auch sehr gut ankam. In Bergheim haben wir immer unseren Kummerkasten, wo die Bürger aus Bergheim ihre Sorgen und Probleme oder auch mal was in Lob reinwerfen dürfen. Genau, also bei uns wird's nie langweilig. Ich wünsche mir für uns alle, dass die Faste 2022 ganz normal stattfinden kann, dass wir alle wieder zusammen Spaß haben. Haltet durch bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns. Wir sind Mottler, wir sind gesund, ein dreifach hoch dem Mottlerbund. Keine Muskler, keine Wader. Aber euer Wirkohlrabe. Ausem weg! Ausem weg! Ausem weg! Ja, lieber Bergwolf, viele liebe Grüße aus dem schönen Reutlingen bzw. Pfullingen. Wir sind das Pfullinger Mottlesheer. Wir sind wilde Krieger, alemannische Krieger. Uns gibt es seit 1999.
Und ja, du hast mich gefragt, wie für mich die Phase 2021 war. Und ja, es war natürlich schade, ohne euch zu feiern. Es war schade, keine Menschen zu treffen. Es war schade, mit niemandem unterwegs zu sein, keine neuen Kontakte zu knüpfen auf der Fasnet und so weiter. Ne? Aber wie du weißt, ich bin ja DJ und ich mache regelmäßig für euch Livestreams hier aus meinem kleinen Home-Studio im Wohnzimmer. Und ja, wir haben einfach die Zeit genutzt, haben seit dem 6. Januar, seit dem 5. Januar sogar gemeinsam immer wieder Streams hier gemacht, ein bisschen Fasnet verbreitet und habe auch da neue Freunde kennengelernt, neue Kontakte geknüpft, dich zum Beispiel kennengelernt und auch noch andere. Und auch die Becher-Challenge zum Beispiel haben wir mitgemacht als Verein. Und so, das waren so ein paar kleine, schöne Punkte an der Fasnet 2021. Und uns bleibt einfach nur die Hoffnung, dass wir 2022 wieder richtig gemeinsam feiern gehen können, dass wir einfach Vollgas wieder auf die Straße können, wieder Spaß haben können, unser Leben wieder feiern können. Und bis dahin wünsche ich uns einfach alles, alles Gute. Noch ein angenehmes Jahr 2021, auch wenn wir den Winter nicht austreiben konnten. Ne? Und auf euch zum Wohle. Prost. Lasst's gra. Nari, hallo. Hallo zusammen. Ich bin der Dirk vom Verein Bergheimer Erlenwölfe e.V. Wir haben ein Häs aus grau-weißen Kunstfell. Die Larve wird im Schwarzwald gefertigt. Und wir vermessen genauso wie ihr die richtige Fasnet 2021. Aber was sollen wir machen? Wir machen es einfach virtuell. Virtuelle Fasnet 2021. Auf Twitch TV, auf meinem Kanal DJ Team Bergheim, haben wir jetzt viele Streams in der Zeit von der Fasnet gemacht. Heute Abend tatsächlich der Abschlussstream. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei mir auch mal reinschauen. Und jetzt gehen auf jeden Fall noch Grüße zum Bergwolf. Der wohnt ja bei mir ums Eck. Deswegen Grüße von Bergheim nach Bergheim. Und auf die Bergheimer Fasnet. Ein dreikräftiges Nari, Naro, Nari, Naro, Nari, Naro. Und auf meinen Verein ein dreikräftiges Erlen, Wölf, Erlen, Wölf, Erlen, Wölf, Wölf, Wölf. Oh! Ja, hallo zusammen. Auch ich als Fasnet-Wölf möchte mich noch mit einem kleinen Video an euch wenden. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die mir sehr spontan noch ein Grußwort zugeschickt haben. Ganz besonders an Skeppo, an Foxy, an den Moses, an die Sonja, an die Vanessa, an den Dirk und an den Flo. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt klasse. Und ja, was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen kann ich mich nur an eure Wörter mit anschließen. Es war ja eine Fasnet, es war eine andere Fasnet. Aber erstmal der Reihe nach, ja, ein kleiner Rückblick. Die Fasnet fällt aus. Das war ja das Große am Beginn. Ne, Fasnet fällt aus, keine Veranstaltung, wird auch nichts gemacht. Ein echter Narr, für den fällt die Fasnet nicht aus. Die Fasnet gehört dazu wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Fest im Kalender und natürlich feiert man halt die Fasnet dieses Mal ein bisschen anders, aber man feiert sie. Ich bin total begeistert, wie viele kreative Ideen online oder auch im Flecker, sprich im Ort, doch zutage gekommen sind. Man hat irgendwie den Narrenbaum bzw. den Weihnachtsbaum in Narrenbaum umgewandelt, auf den Balkon gestellt. Man hat doch die Ortschaft ein bisschen geschmückt. Man hat Figuren aufgestellt, ja, und man hat sogar manch Schaufenster geschmückt, fast nach dem. Fand ich total genial und ja, es gehört einfach dazu. Und in der heutigen Zeit, wie ist es dann, gibt es immer mehr Online-Sachen,
Und auch mich hat das Online-Fieber ein bisschen gepackt, wie man sieht. Habe ich aus meinem beschaulichen Wohnzimmer ja fast schon ein Studio gemacht. Und ich habe schon letztes Jahr ein bisschen angefangen, hier auch mit dem Reisen mal ab und zu mal ein Stream zu machen. Und dann kam mir natürlich die Idee, naja, komm, am 6.1. machst jetzt auch einen kleinen Stream. Und Skeppo hat sich mir die Idee natürlich mit angeschlossen und hat gesagt, hey komm, da bin ich dabei, kommst zu mir, wir machen hier einen kleinen Stream. Der kleine Stream ging dann 5 Stunden, war eine super Sache. Skeppo hat es auch echt gefallen und hat riesig Spaß gemacht. Und ja, wir haben halt am 6.1. das Haze abgestaubt. So wie es sich eigentlich gehört, halt virtuell mit ganz, ganz vielen Zuschauern über Twitch. Der Januar ging dann so ein bisschen, ja, träge voran. Es war ja nichts los, kein Wochenende, man war zu Hause, so wie es sich gehört. Ne? Der Februar ging dann so ein bisschen mehr was. Ich hatte ja Geburtstag, ich hatte meinen 33. Normalerweise, ja, nach Wienerwo, da oben ist die Bergheimer Fasnetzflagge, hätten wir den 10. Nachtumzug gehabt. Ja, fiel natürlich auch ins Wasser und am 10. Nachtumzug, ich hätte meinen Geburtstag gehabt, ich hätte reingefeiert, eigentlich eine Big Party, aber Skeppo hat gesagt, hey komm, du hast ja hier so ein kleines Studio, machen wir doch auch einen ganz kleinen Geburtstagsstream, klein, der war auch fast 8 Stunden oder 7 Stunden, also der ging echt doch sehr lange. Aber es waren auch viele, viele Zuschauer dabei. Auch möchte mich echt bedanken für die, die den Spaß einfach mitgemacht haben und die Fasnet dann doch irgendwie zu was Besonderem gemacht haben. Auch andere Vereine haben sich irgendwie noch ein bisschen was einfallen lassen. Nicht nur online oder ein bisschen schmücken. Also am großen Montag war ich dann noch ganz spontan in der Gartei-Flinger. Da war ein begehbarer Umzug. Da haben 60 Narrengruppen so kleine Plakate gemacht. Mit Bildern, mit Sumpfbeschreibungen, mit Geschichten, sogar eine kleine Musikbox bei der Google Musik von den Eggerbatcher war dabei, fand ich total genial. Und man konnte mit so einem kleinen Parcours diesen begehbaren Umzug ablaufen. Ja, fand ich total genial, die Idee, super Sachen. Ja, das war so der Rückblick. Meine Vorredner haben es ja schon angesprochen, was sie alles gemacht haben. Finde ich total toll. Die Fasnet muss einfach gelebt werden und sie lebt. Und ja, nach der Fasnet, ne, was wäre eigentlich normal? Es ist Aschermittwoch, da geht man dann Fisch essen und ich bin normalerweise dann immer noch eine kleine Zugabe, die habe ich immer noch dran gehängt. Normalerweise, da geht es in die Schweiz, ein Wochenende nach Aschermittwoch, weil die feiern noch ein bisschen nach, beziehungsweise an der Deutsch-Schweizer Grenze, im Grenzgebiet, gibt es noch die Burefasnacht, ja, da ist dann nochmal das Wölfle in Hessen. Dann eigentlich noch mal unterwegs. Auch das fällt leider dieses Jahr flach. Wer mich ganz gut kennt, weiß, ja, das Wölfle ist natürlich auch das ganze Jahr irgendwie unterwegs. Ja, eben manchmal dann mit dem Weißen oder mit dem Schwarzen oder auch mit dem Fuchs. Sei es dann in Asien irgendwo, in USA, in Europa. Hier habe ich mal ein Beispielbild aus Taipei. Oder zum Beispiel aus Dallas oder gar nicht mal so weit weg in die Niederlande. Da habe ich auch noch mal ein paar Bilder. Da bin ich immer gerne und treibe da auch so meinen Schabernack als Wolf. Auch dieses Hobby fällt den Corona ein bisschen zum Opfer. Die ganzen Treffen finden halt leider auch nicht statt. Deswegen hoffe ich mit der Fasnet nächstes Jahr 2022, dass es wieder aufwärts geht, dass wir es wieder feiern können, so wie wir es gewohnt sind. Und dass ich nicht wieder hier so ein Studio aufbauen muss. Wie der Moses ja sagt, Leute, das brauche ich nicht mehr. Ja. 2022, das ist eigentlich eine riesen lange Kampagne. Also die geht fast doch bis in den März. Eigentlich perfekt, um nicht alles nachzuholen, aber vieles nachzuholen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, es wird was. Und ja, 2022 ist auch fürs Wölfle ein kleines besonderes Jahr. Diese Fasnet-Figur hier gibt es dann 11 Jahre. Und das möchte ich doch auch mit dem einen oder anderen, den ich jetzt hier auch kennengelernt habe, in den ganzen Streams, in den ganzen Chats oder auch mit meinen ganzen Freunden einfach feiern.
ja, ich hoffe, es funktioniert und möchte mich natürlich jetzt noch am Schluss nochmal ganz herzlich bei allen bedanken. Und ja, ein Narinero, ein Wilder Wolf und ein Kaspar Hepp. Ganz, ganz leise. Und ja, macht's gut, bleibe gesund. Score dagegen. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Bis dahin. Ade.